gerade? Deine Wurst. Naja. Und wofür? Für die Boss-Challenge. Und was kannst ihr gewinnen? Keine Nachtruhe. Und ja. Was musst du dafür schaffen, dass ihr keine Nachtruhe habt? Dass wir alle Steine wegbekommen, also dass alle stehen, verbaut sind und dass, ja, dass sie nicht runterfallen werden. Durch jeden einzelnen Raum. Ja, also. Meiner Meinung nach war es sehr interessant und cool. Ich habe neue Freunde gefunden und so. Ja. 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 Ja, die Fahrt war wirklich sehr gut. Wir haben coole Ausflüge gemacht. Das Zimmer, wo ich drin war, die waren alle sehr besonders. Und ja, es hat echt viel Spaß gemacht hier. Also ich kann mich einem nur anschließen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben auch ehrlich coole Sachen unternommen und haben viel erlebt zusammen. Ich fand die Fahrt auch sehr cool. Ich fand vor allem die Ausflüge sehr super. Und unser Zimmer war, ich fand unser Zimmer sehr sympathisch. Außerdem waren die Leiter richtig nett und das Essen war auch gut. Also ich fand die Fahrt sehr cool, weil die Ausflüge waren ja sehr cool. Wir hatten hier auch ein sehr schönes Programm und haben viel erlebt und schöne Erinnerungen. Hallo, ich fand es auch sehr gut, vor allem, dass wir auch andere Sachen zum Beispiel jetzt beim letzten Mal gemacht haben. Ich fand auch die Spiele, die Leiter sich ausgedacht haben, toll. Ja, war sehr gut. Hallo, also ich fand es auch eigentlich sehr gut. Also es war mein erstes Mal, dass ich hier mitgefahren bin und mein Lieblingsleiter ist natürlich Lukas. Ich fand auch alles ziemlich toll, besonders den Ausflug zum Skypark. Und es war das Schwimmbad war auch toll. Wir haben sehr viele schöne Ausflüge gemacht, viele Spiele. Ich fand es sehr toll hier. Ich würde auch nächstes Jahr nochmal hinkommen. Also ich fand es auch sehr gut hier. Am besten hat mir der Ausflug zum Skyline Park gefallen, ja. Und die Leiter sind auch alle nett. Also die Fahrt war cool. Es war zwar wegen manchen Dingen ein bisschen anders als letztes Jahr, meinten die letztes Jahr schon da waren. Aber ich fand es trotzdem ziemlich nice. Ich fand die zweite Woche besser, weil wir da mehr Ausflüge gemacht haben, weil wir in der ersten Woche noch nicht so viele gemacht haben. Aber die erste Woche nice. Der Park und der Center Park waren, glaube ich, die besten. Ja, das waren die besten Tage, die waren die interessantesten und actionreichsten Tage in der Woche. Also ich fand es hier ganz cool. Also
Es gab manchmal ein bisschen Streit, aber alle waren eigentlich richtig nett hier. Und wir haben auch viele Wanderungen gemacht, das war auch wirklich cool. Und ja, das meiste hier war super toll, also quasi eigentlich alles. Die Fahrten waren auch cool bis hierhin. Wir haben zwar die Fahrt hierher, die war zwar etwas länger, aber wir haben immer zwischendurch Pausen gemacht und die Pausen waren eigentlich immer ganz cool. Und ja, ich find's einfach nur cool hier und würde nächstes Jahr nochmal hierher kommen. Ja, ich fand die Fahrt gut. Ich habe neue Freunde gefunden, hatte viel Spaß. Ja. Also, mir hat es hier sehr gefallen. Es war hier sehr schön. Die Heimeltern waren sehr nett. Also ja, die Ausflüge fand ich sehr schön. Alle Kinder waren hier eigentlich nett. Ja. Ich fand es ja auch sehr schön. Ich habe neue Freunde gefunden. Hab ich auch. Und die Fahrt hierhin war nicht schön, aber auch nicht blöd, weil 8 Stunden zu fahren bin ich nicht gewohnt. Aber sonst war alles ganz toll, ja? Ja, sonst war hier alles ganz toll. Sehr schön. Es war alles super. Die Hinfahrt war super und ich bin mir auch sehr sicher, dass die Rückfahrt super ist. Es wurde hier alles super geregelt und wir haben viele Wanderungen gemacht und viele Ausflüge, was super toll war. Tja, Leo. Nein. Ich finde gut, dass wir im Freizeitpark waren. Also da habe ich mich auch mit meinen Mitbewohnern ein bisschen näher kennengelernt und so. Ich habe auch neue Freunde gefunden im Freizeitpark. Wir haben vieles gemacht. Wir waren auch auf Achterbahn und das war sehr lustig und hat viel Spaß gemacht. Ich mochte auch die Nachtwanderung, weil die war irgendwie lustig. Also die Nachtwanderung war auch super. Ich fand Freizeitpark auch cool, weil wir sind halt Gruppen gelaufen, zusammengelaufen und wir haben viele Achterbahnen ausprobiert, die ich mich glaube ich nicht trauen würde. Und es hat halt auch eigentlich insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Im Freibad hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich fand die Nachtwanderung auch cool, habe ich schon gesagt. Und ich finde es jetzt auch cool, dass wir keine Nachtruhe haben. Ja. Warum habt ihr keine Nachtruhe? Weil wir mit so, wie heißen die, Domino-Steinchen, weil wir haben es dann die Challenge nicht geschafft, aber wir haben die dann weggeräumt. Deswegen haben wir dann keine Nachtruhe bekommen. Ja. Ja, also, also ich fand das Schwimmbad sehr cool, auch der Freizeitpark war auch sehr cool, ich war auch auf Sachen drauf und da habe ich eigentlich Schiss gehabt. Und ich fand es auch generell sehr schön und ich finde es auch sehr cool, dass wir heute keine Nachtruhe haben. Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist auch traurig, dass es zu Ende geht jetzt, aber es hat auch Spaß gemacht, weil zum Beispiel die Kinder sind auch in meinem Alter und ich habe auch sehr viele Freunde neu gefunden. Ja. Hallo. Ja, wie die schon alle gesagt haben, das war schon eine richtig schöne Zeit hier und die Ausflüge waren alle richtig cool. Freizeitpark war auch richtig geil. Ich habe sehr viele neue Dinger gefahren, im Freizeitpark gefahren und so, dass ich mich wahrscheinlich nicht alleine getraut hätte oder so. Und Essen da war auch richtig lecker. Ich habe zum ersten Mal Chihuahuas gegessen und es war richtig lecker. Und ich habe auch richtig super neue Freunde gefunden und ja, das hat generell einfach hier richtig viel Spaß gemacht. Sehr schön, vielen Dank. In der ersten Woche haben wir relativ viel Programm hier auf dem Gelände gemacht. Das war ein sehr abwechslungsreiches, mit Spiele versehenes Programm. Es hat Spaß gemacht. In der zweiten Woche haben wir dann viele Ausflüge gemacht. Die waren natürlich umso toller, weil es waren Ausflüge. Und ja, allem in allem war es eine sehr tolle Fahrt. Ja, also mir hat das hier eigentlich ganz gut gefallen. Die Ausflüge haben Spaß gemacht und vor allem der Skyline-Park. Also mir hat sehr gut gefallen dieses Jahr. Auch vor allem der Skyline-Park. Also fand ich auch sehr gut. Das Essen war gut. Heimeltern waren wieder da, also waren jetzt 1-2 Jährchen weg und jetzt sind sie wieder da.
Ja, ich find's gut. Einen schönen guten Abend hier aus Hitzenlinde. Der letzte Abend ist angebrochen bzw. vollendet. Ja, was haben wir heute gemacht, Daria? Ja, was haben wir heute gemacht? Heute war ein relativ ruhiger Tag, was das Programm angeht zumindest. Wir sind in den Tag gestartet mit... Was haben wir nochmal gemacht? Ich habe den gerade ausgemacht. Heute Morgen haben wir etwa Koffer gepackt. Achso, machen wir weiter jetzt. Okay, mache ich direkt weiter. Wir haben Koffer gepackt und dann gab es auch schon Mittagessen. Und wie versprochen, das große Finale der Boss Challenge, wo die Kinder sich schon mit Herzblut engagiert haben und sich auch eigentlich ganz gut geschlagen haben. Weshalb die Jury entschieden hat, dass heute Abend die Nachtruhe wegfällt. Das heißt, die Kinder dürfen auch nach 22 Uhr noch die Zimmer verlassen und mit den anderen Zimmern quatschen, spielen und was auch immer. Vielleicht können wir ja kurz erzählen, was in die Challenge war. Stimmt, beim Finale. Ja. Und zwar haben wir 5 Kisten mit Dominosteinen eingepackt. Und die Challenge war, dass die Kinder die alle in den Fluren und in den Zimmern verbauen. Hat nicht so ganz geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber sie haben auf jeden Fall ihr Bestes gegeben. Ist natürlich auch eine Riesenarbeit, gerade wenn zwischendrin jemand reinlatscht. Kann das schon mal frustrierend sein, aber das Endergebnis sah schon sehr, sehr gut aus. Wird natürlich auch im Video gezeigt worden sein, nehme ich mal an. Und wie Christian gerade schon erwähnt hat, wurde das Ganze natürlich auch belohnt und die Kinder dürfen heute etwas länger aufbleiben. Genau. Ja, zum Schluss gab es noch eine kleine Abschlussrunde mit ein paar Spielen. Und ja, morgen steht dann auch schon die Abfahrt an. Wir werden sehr früh aufstehen müssen, um alles fertig zu machen, zu packen, den Bus zu beladen. Und dann kann es auch losgehen Richtung Ratingen. Geplante Abfahrtszeit wird ungefähr 8.30 Uhr sein. Wir schätzen, dass wir dann so zwischen 17 und 18 Uhr in Ratingen ankommen. Den genauen Status des Reisebusses können Sie dann morgen über den Blog verfolgen. Dort werden wir auf jeden Fall regelmäßig Updates hochladen, sodass Sie nicht zu lange am Kirchplatz warten müssen. Und in die Elterngruppe auf WhatsApp können wir das Ganze auch nochmal schreiben. Da werden wir dann nochmal einen Live-Standort posten, sodass Sie live verfolgen können, wo wir uns gerade befinden. Ja, dann war es das auch schon. Wir werden uns morgen Abend nochmal ganz kurz melden, wenn alles gut gelaufen ist. Und dann wünschen wir jetzt erstmal zum letzten Mal eine gute Nacht hier aus Hitzenlinde.